Vincent in der 12. Klasse und hatten gerade das Thema Menschenrechte. Wir haben uns Gedanken gemacht zu diesem Fall. Was können wir tun, damit die Menschenrechte in der Schweiz eingehalten werden? Und was können wir tun, damit die Menschenrechte im Land, wo wir herkommen, eingehalten werden? Wir haben uns zudem gefragt, weshalb auch nur das Hinschauen und weiter Erzählen etwas bringt. Beispiel in der Schule. Wir sollten uns alle an Regeln halten, auch in der Freizeit. In der Schule die Augen aufbehalten und Streit vermeiden. Man sollte eingreifen, wenn es zu einem Streit zwischen Schülern kommt. Und dann nicht selbst zu lösen, sondern eine Lehrperson holen, die die Probleme löst. Bei einem Streit sollte zum Beispiel ein dunkelhäutiger Mensch nicht schlechter behandelt werden als ein hellhäutiger Mensch. Hinschauen. Es hilft auch schon nur, schauen, wo die Produkte beim Einkaufen herkommen. Es hilft auch, dass man zum Beispiel Ersatz für Palmöl findet, weil Palmöl den Amazonas gefährdet und damit die Tiere und Menschen auch. Man sollte also umweltschadende Produkte vermeiden, Produkte aus besseren Quellen kaufen. Unsere Meinungen beziehen sich auf Artikel 1 und Artikel 3. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Was ist Korruption? Korruption ist zum Beispiel, wenn man ein Lehrer Geld gibt, das man bei einem Test bestellt. Warum ist Korruption schlecht für die Menschenrechte? Denn wenn man jemanden bezahlt, für etwas, das er draußen gemacht hat, ist es unfair für die andere Person, die nichts gemacht hat. Was kennst du für Beispiele von Korruption aus deinem Land, aus der Schweiz oder aus dem Sport? Wenn man im Fußball den Schiri bezahlt, dass er die Penalties nicht bezählen lässt, oder wenn man zum Beispiel einen Polizisten bezahlt, dass man die Buße nicht bezahlen muss. Wenn man zum Beispiel bei einer Prüfung bezahlt, dann ist es unfair für die anderen. Oder wenn man bei einer Klausur bezahlt, damit man sie besteht. Eigene Meinung. Meine Meinung ist, dass Korruption sehr schlecht ist für die Menschheit, weil es ist einfach unfair. Meine Meinung ist, dass Korruption einfach schlecht ist. Meine Meinung ist, dass Korruption nicht eine gute Lösung ist und dass jeder fair behandelt sein muss. Meine Meinung ist, dass Korruption schlecht ist. Weshalb sollte man nicht nur von Menschenrechten, sondern auch von Menschenpflichten sprechen? Weil wenn es keine Menschenpflichten gäbe, würden die Menschen ihre Pflichten nicht machen. Zum Beispiel die Mieten nicht bezahlen, nicht zur Arbeit gehen und nicht zur Schule gehen. Was bedeutet es in der Schule, die Menschenrechte einzuhalten? Kein Mobbing in der Schule, nicht schwänzen, keine Schlägerei, immer fair sein, sich frei bewegen, seine eigene Meinung äußern können. Würdest du, nachdem du dich mit den Menschenrechten beschäftigt hast, etwas anderes machen? Man würde sich vorsichtiger verhalten. Und was sind eure eigenen Meinungen? Meine Meinung ist, dass ich Menschenrechte gut finde. Seit ich Menschenrechte herausgefunden habe, kann ich mich besser orientieren. Ich finde es gut, weil sonst, wenn es keine Menschenrechte und keine Menschenpflichten gäbe, würden die Menschen in jedem Land einfach ein Chaos machen. Ich finde es gut, dass es die Menschenrechte gibt, denn ohne Menschenrechte gibt es immer noch Sklaven und so weitere Sachen. Wegen die Menschenrechte kenne ich mehr Gesetze und weiß, was obligatorisch ist und was nicht. Guten Tag, wir erklären euch Demokratie und Menschenrechte. Wir haben dieses Thema gewählt, weil wir alle aus verschiedenen Ländern kommen. Was ist Demokratie? Demokratie ist, wenn das Volk wählen kann und das Volk sagen kann, was sie meinen. Warum können die Menschenrechte nun
eine Demokratie richtig einhalten werden. Weil es eine Menschenrechte ist, dass man wählen und mitstimmen kann. Jetzt liest sie Artikel 21. Artikel 21. Jeder hat das Recht auf die Gestaltung der öffentlichen Angelegenheit seines Landes, unmittelbar oder durch weite Werte vertreten mitzuwirken. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt. Dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zur Ausübung kommen. In Ländern können Menschen nur sehr wenig mitbestimmen. Zum Beispiel, seit die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, können die Menschen nicht mehr bestimmen. In der Türkei kann man bestimmen und seine Meinungen sagen. In Syrien können die Menschen nicht wählen. In der Schweiz können die Menschen eigentlich sehr viel bestimmen. Aber man muss auch überlegen, ob es noch fair ist, weil es so viele Ausländer gibt in der Schweiz, dass man nur mit einem Schweizer Pass wählen kann. Unsere Meinungen. Alle sollten in ihrem Land wählen dürfen. Demokratie ist sehr wichtig. Man sollte vielleicht einen Schweizer Pass bekommen, wenn man hier geboren ist. Weil sonst ist es nicht so fair, wenn man dann nicht wählen kann. Okay. Vielen Dank für euer Zuhören und hoffentlich hat es euch gefallen. Heißt Digitalisierung. Digitalisierung heißt elektronische Sachen, zum Beispiel Handy, PS4, Xbox, elektronische Dateien speichern. Was bedeutet die Digitalisierung für uns in der Schule? Was ist ein Menschenrecht? Wie konnte die Digitalisierung dieses Menschenrecht gefährden? Auf Instagram gibt es Menschen, die sagen, dass sie 15 Jahre alt sind, aber die sind eigentlich älter sind. Und sie fragen nach Fotos vom Körper und nachher muss man gut auf das aufpassen. Keine Meinungen. Meinung ist, dass bei Roblox denkt er, dass sie im Map zocken wollen. Leonardo, seine Meinung ist, dass das Handy gut ist, weil wenn ein Notfall passiert, kann man die Polizei rufen. Leonardo, seine Meinung ist, dass das Handy gut ist, weil wenn ein Notfall passiert, kann man die Polizei rufen im Handy. Seine Meinung ist, dass er gut findet, wenn man zum Beispiel spät dran ist, kann man mit dem Elektroscooter schnell nach Hause gehen. Seine zweite Meinung ist, dass sie viele Aktionen bei Roblox machen und danach, wenn die Aktionen weggehen, ist es das gleiche Preis. Seine Meinung ist, dass bei FIFA 23 sieht er, dass es mega gute Packs gibt, für gute Spieler zu bekommen und gute Team zu bauen. Und meine Mutter hat mir PSN geschenkt und mit dem habe ich einen mega guten Spieler gezogen und ich war mega froh. Aber nächste Pack war eine mega schlechte Spieler. Sie machen das für noch einmal viel Geld ausgeben und denken, dass alle Packs gut sind.